Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorievideo und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist vom guten Son Gotenks. Was wäre, wenn Son Goku wegen Krillins Tod zum Super Saiyajin geworden wäre? Damit ist natürlich, wie man auf dem Thumbnail sieht, Krillins Tod von Dragon Ball Classic gemeint, nicht der von Dragon Ball Z. Das ist eigentlich auch wieder eine Theorie, die man in mehrere Teile machen könnte, doch dieses Mal lasse ich es, tut mir leid. Naja, okay, vielleicht überlege ich es mir noch, wer weiß, aber ich denke mal eher nicht. Kampfkräfte lasse ich dieses Mal weg, weil ich keine Ahnung habe, wie viel Son Goku zu diesen Zeitpunkt hatte, da ich mich mit Dragon Ball Classic nicht so gut auskenne. Aber seine Stärke als Super Saiyajin dürfte wohl allen klar sein. Er würde sich gleich aufmachen, um Krillins Mörder zu finden. Hier glaube ich auch, dass er ganz normal ohne Jindo-Jun fliegen könnte. Dass Son Goten als Super Saiyajin nicht fliegen konnte, sollte er als Witz gelten und dass Savidel das Fliegen beibringt. Er würde eine böse Energie wahrnehmen und diese verfolgen. So würde er dann Tamburin finden. Diesen würde er innerhalb von ein paar Sekunden auseinandernehmen und zur Hölle schicken. Gehen wir nun zum Kampf gegen Oberteufel Piccolo. Er würde sich da nicht Jung wünschen können, da er das erst nach dem ersten Sieg über Son Goku gemacht hat. Hier würde er dann natürlich haushoch den ersten Kampf verlieren. Oberteufel Piccolo würde nach seiner Niederlage sein letztes Kind, Piccolo Junior, rausfeuern aus seinem Mund. Son Goku, der das sieht, würde auch gleich mit einem Kamehameha auf das Ei feuern und es zerstören, wodurch es auch nie Piccolo Junior gegeben hätte. Son Goku würde dann ganz normal zu Gott gehen und da die 3 Jahre trainieren. In der Zeit hätte er auch gelernt, den Super Saiyajin zu kontrollieren. Das letzte große Turnier würde dann auch wieder mit Son Goku als Sieger enden. Der Kampf gegen Raditz, Nappa und Vegeta kann man sich eigentlich auch vorstellen. Son Goku würde alle 3 mit seinem Super Saiyajin besiegen. So hätte Frieza nie was von den Dragon Balls erfahren und wäre nie nach Namek geflogen. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!